Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Sag mal, wusstet ihr, wenn man lange genug mit Full Life an einer Feenquelle rumsteht, dass die Feen sich auf einen Kopf setzen? Das ist ja sowas von cool, das wusste ich gar nicht. Ist ja mega nice. Guckt mal, wie cool das ist. Kommt gleich wieder einer angeflogen, wartet. Zack, und einfach auf den Kopf gesetzt. Hey, das ist ja mega cool. So, okay, ja, im letzten Part haben wir die Drillhöhle beendet und ja, leider nicht ganz so coole Sachen bekommen, die wir gerne gehabt hätten. Viel zu viel Geld, aber naja, so ist es halt. Und heute werden wir uns mal aufmachen in die Wüstenburg. Dafür teleportieren wir uns mal mit einer am Start wieder in die Wüste und latschen mal den Weg zur Wüstenburg. Ich finde ja, irgendwie hätte die Wüstenburg selber auch noch einen Teleporter verdient. Also ich meine davor und nicht da oben beim Zugang zum Schattenreich, sondern so ganz normal vor der Wüstenburg. Wäre irgendwie ganz cool gewesen, wenn da irgendwie auch nochmal ein Teleporter gewesen wäre, finde ich. Aber naja, sei es drum. Wir laufen halt mal schnell hin. Ich hoffe halt, dass wir in der Wüste an sich soweit fertig sind und auch alle Schatzkisten gefunden haben. Wäre doof, wenn wir irgendwo vereinzelt irgendwo was vergessen hätten. Ich bin auch ganz ehrlich, die Wüstenburg ist aktuell so mein letzter Anlaufpunkt. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich danach noch hingehen könnte. Falls ihr noch Ideen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht in den Bergen, in den Eisbergen, kann man da vielleicht nochmal irgendwie was machen? Kann man da nochmal rumlaufen? Vielleicht noch eine Geisterseele finden oder sowas? Ansonsten, ich bin aktuell so ein bisschen... Wüsste nicht, wo genau ich hingehen soll, nochmal suchen soll. Wir haben jetzt auch nur einen Schlüssel hier. Das ist nicht viel. Ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt und ob wir jetzt ein Item bekommen, was uns irgendwo weiterbringt. Ach ja. Tolle passende Musik hier, ne? Ren! So, warte mal. Jetzt können wir ja hier erstmal das Gespür anschalten. Ach, nö. Dachte gerade, wir haben Ratten dran, aber nö, ist nicht so. Ja, Leute, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Mit einem Schlüssel. Ich glaube, da wird eigentlich nicht viel passieren. So, das hier können wir ja mal machen. Mal schnüffeln. War die Musik, ne? Viel zu laut. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen oben rum, oder? Unten war mal fertig. Ja. Genau. Da ist der Key. Weiter geht's. Bin ich mal gespannt. Okay. Hallo. Ich werde mal kurz zum Mensch. Und dann müssen wir, glaube ich, einfach hier rüber. Oh Gott. Stachelis, Stachelos. Okay, so, dann ziehen wir das gute Stück hier mal rüber. Keine halben Sachen hier. Aha. Und ich glaube, da oben ist dann so eine Kette, ne? Die muss man dann irgendwie... Genau, die Kette hier, die muss man dann ziehen. Und dann geht das Teil hier nach oben. Und dann müssen wir einfach schnell durchrennen. Also in dem Raum hier gibt es auch keine Schatzkiste. Ha. Hi.
So. Eine Hammer. Zwei Schatzkisten haben wir hier. Komm. Gib mir was Gutes. Haha. Arschlecken, ey. Mann. Direkt einfach Schlag ins Gesicht. Okay. Den können wir hier schieben. Nö. Hier lang. Shit, da haben wir hier direkt die nächste Schlüsseltür. Ja, toll. Bringt mir einfach wieder gar nichts. So, da haben wir noch einen Zombie. Hi, Kumpel. Und die letzte Schatzkiste. Danach sind wir hier schon wieder durch. Nein. Leute, da muss jetzt was Gutes drin sein. Ansonsten bin ich ein bisschen... Ja, der Herzcontainer ist cool, aber es bringt mir halt nichts. Ach Mann. Oh, wir haben alle Herzcontainer. Die bicken Dinge haben wir jetzt. Viele Herzteile haben wir noch. Wie viele fehlen noch bis zum nächsten? Kann man das eigentlich nicht. Kann man das. Achso, gar keins habe ich. Das heißt, es fehlen noch ein paar. Ha. Jo. Dann, kann ich mich rausporten? Natürlich nicht. Tante habe ich auch noch nicht gefunden. Habe ich Tante gefunden? Nö. Ja, dann kann ich den Weg wieder zurücklatschen. Das ist ja super ärgerlich. Es hat einfach nichts gebracht. Zwei Schatzkisten. Wahnsinn. Okay, dann ja, direkter Weg wieder zurück, würde ich sagen. Mann, oh, Leute, ich habe keine Ideen mehr. Was muss ich machen? Was kann ich tun? Zu wem soll ich gehen? Haben wir noch irgendwo Geister? Kann ich in irgendeinen Tempel rein, in dem ich noch nicht war? Also Schattentempel geht nicht. In die Wolken kann ich auch nicht aktuell. Obwohl ich ja mit dem Kopierstab schon alles gemacht habe, ne? Aber unser Buch ist halt erst auf Level 4. Wenn ich das richtig sehe, wie viele... Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Shit. Tja. Ist jetzt halt die große Frage. Warten wir mal jetzt. Mir fehlt halt dieser Goron-Schlüssel, ne? Ich glaube, wenn wir den Goron-Key hätten, könnte ich schon viel machen. Ich teleportiere mich jetzt erstmal kurz. Wollen wir nach Goronia nochmal gehen? Und da nachts vielleicht einfach ablaufen? Da gibt es vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Geist. Mal gucken. Ich erinnere mich halt düster daran, wenn wir bei Nacht da den Weg runterlaufen. Den Pfad nach Goronia hoch oder... Ja, genau. Dass es da auch einen Geist gibt. Was wir vielleicht auch nochmal machen können im Sora-Reich. So ein bisschen rumdappen, weil mittlerweile haben wir ja auch... Es ist ja gerade Nacht, oder? Ich gehe nochmal ganz kurz. So. Tag. Und direkt wieder Nacht. Okay. Genau, im Sora-Reich könnten wir nochmal ein bisschen rumdappen. Beziehungsweise alles Mögliche halt, wo man vielleicht einfach unter Wasser rumlaufen kann. Vielleicht kann man da irgendwo noch die ein oder andere Schatzkiste abgreifen unter Wasser. Das wäre noch eine Idee. Shit, ich sollte hier aus dem Feuer raus. Zack. Und den hier nehmen wir auch mit. Oh. Und dann schieße ich die mal kurz weg hier.
Sollte reichen. Und dann einmal hier hoch. Ich glaube nämlich, da irgendwo war noch ein Geist eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob der vielleicht auch erst triggert, wenn wir die Goronen befreit haben von ihrem Unglück. I don't know. Also hier so war, glaube ich, einer. Aber hier ist keiner. Schreibt mir mal in die Kommentare hier. Normalerweise ist hier einer, oder? Oder bin ich falsch? Warte mal, ich laufe nochmal weiter. Aber jetzt sind wir ja gleich am Ende. Das muss schon da gewesen sein, glaube ich. Ja. Ja. Das muss schon da gewesen sein. Manno. Ja, was kann man noch tun? Shit. Haben wir noch Insekten? Können wir Insekten noch abgeben? Warte mal, da will ich mal kurz reingucken. Aber ich erinnere mich eigentlich nicht daran, dass wir nochmal einen gefunden haben. Alles abgegeben, ne? Jo. Shit. Auch nichts mehr. Ja, der große Rätselspaß geht los, Leute. Also bisher hat man ja nicht so wirklich Probleme damit, dass wir irgendwie rumrätseln müssen. Bei Bones könnten wir uns theoretisch ein Item kaufen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber auch erst, nachdem man die Goronen gemacht hat, oder? I don't know. Hey, Kumpel. Ja, kann ich mir halt Bomben kaufen. Und hier kann ich verkaufen, oder? Lass mich deine Bombentasche sehen, damit ich sie schätzen kann. Ja, hier kann ich halt verkaufen. Aber ansonsten hat er gerade nichts im Angebot, oder was? Am Schalter nebenan gibt es einen Ankauf. Da kannst du deine Bomben verkaufen. Nö, also aktuell kann ich da auch nichts kaufen. Ist das stressig. Okay, was kann man noch machen? Im Maromarkt gibt es ja auch nichts mehr. In beiden Fällen. Das hat man ja auch schon abgecheckt. Wo ich mal noch hin müsste, ist mit einem Huhn halt da hinten so in die Ecke rein. Ich mach mal kurz den hier. Und trink mal einen Schluck Kaffee. Ja, Part ist halt bald rum, ne? Theoretisch müsste ich mal einen Spoiler-Look gucken. Oder halt offscreen ein bisschen mich umsehen. Bin gerade am Überlegen. Wie kommt man denn da rüber? Ob da oben ein Huhn ist? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Was ist denn hier drinne? Was haben wir denn hier drinne? Ich glaube, hier war mal ein Insekt drinne. Fragen über Fragen. Überlegen. Aber ich habe auch echt keine großen Ideen gerade. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall einen Huhn. Ich schnapp mir das Huhn einfach mal. Zack. Haben wir vielleicht in Order noch irgendwas zu tun? Aber eigentlich auch nicht, ne? Hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Huhn haben wir auch am Start. Vielleicht kommen wir so dahinter, aber ich bezweifle es, weil es ist, glaube ich, vom Höhenunterschied nicht die richtige Höhe. Hier gibt es aber auch einen Huhn. Nee, ist nicht die richtige Höhe. Aber vielleicht kann ich... Das könnte klappen. Guck mal, ich könnte da rüberfliegen. Das kann ich mal versuchen. Das sieht gut aus. Okay. Und dann mit dem Huhn halt auf der anderen Seite da rüber. Das könnte funktionieren. Da können wir uns eine Schatzkiste sichern. Ob da jetzt was drin ist, ist halt wieder die andere Sache. Ach ja, Randomizer, ne? Man liebt sie.
Schlüssel brauchen wir halt, ne? Ah, könnte klappen. Das wird knapp. Aber wir haben es geschafft. Jo, geil. Sehr schön. Komm, meine ganze Hoffnung liegt in dieser Kiste. Ei. Master Sword. Alter, ist das ein tricky Versteck für ein Master Sword. What the heck? Aber wir haben's. Hey, wie geil. Jetzt ist die Frage. Geht's jetzt weiter? Im Wald? Haben wir jetzt vielleicht den Punkt getriggert, wo es im Wald weitergeht? Haha. Das wäre geil. Das wäre geil, wenn wir jetzt den Punkt im Wald getriggert hätten. Ich meine, wir haben Zeittempel, haben wir zwei kleine Schlüssel und ein Boss-Dungeon. Das heißt, das könnte man theoretisch machen. Es gibt auch nur drei kleine Schlüssel, die man da haben kann. Es gibt auch jede Menge Geister, also theoretisch. Praktisch. Eventuell. Aber Mo ist auch nicht da. Ha. Na dann, ich hoffe einfach mal, dass der Typ trotzdem nichts mehr damit zu tun hat. Aber eigentlich müsste halt das Huhn da sein, ne? Eigentlich. Ja. Aber trotzdem geil. Wir haben das Master Sword. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Vielleicht haben wir wirklich Glück und können irgendwas machen. Das war jetzt aber mehr als Glück, ganz ehrlich. Das war sowas von Glück. Danach wäre mir auch gar kein Ort mehr eingefallen aktuell. Meine Güte. Eieieiei. Ja, Twilight Princess Randomizer halt, ne? Oh, ich freue mich. Ich freue mich echt sehr, sehr, sehr doll. So. Dann rennen wir mal wieder durch. Zum Ort des Verbrechens. Und ich hoffe mal, dass wir das Masterschwert da jetzt halt reinstechen können. Warte mal, bin ich hier richtig? Hier muss ich lang. Und die Statue verschwindet und wir dann halt dorthin kommen in die Vergangenheit. Das wäre mein großer Traum. Ansonsten haben wir hier auch alles erledigt, oder? Ich meine, wir haben auch den Kreisel, das haben wir, glaube ich, gemacht. Ich meine, hier auch, haben auch die Schattenkreaturen immer noch nicht getriggert, ne? Hier gibt es ja normalerweise auch Schattenkreaturen. Aber kommen die erst, wenn man das Master Sword hat? I'm not sure. Wir finden es jetzt heraus, ob es was bringt. Mit dem Master Schwert. Ob das der entscheidende Triggerpunkt ist? Wir können das machen! Yes, Mann! Also wir haben jetzt zugestochen. Frage ist, haben wir damit jetzt die Statue entfernt? Und kommen jetzt die Schattengegner? Ja, Mann! Geil! Leute, oh, schön! Das ist ja mehr als awesome. Boah, 5 Stück, ey. Jo, ich werde mal das mit dem Wolf machen, glaube ich. So, warte mal, wie viele haben wir jetzt noch? Da. 3 Stück, ne? So, jetzt haben wir die zwei noch. Die hole ich mal zusammen. Hey, Kumpels. Shit. Shit, das war schlecht. Und alle einmal aufstehen, bitte. So, den machen wir weg. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Und die zwei fetzen wir zusammen. Geile Ho. Ja, Leute, da freue ich mich ja, euch dann im nächsten Part im Zeitschrein begrüßen zu dürfen. Das ist ja super geil. Ich freue mich. Ich gehe nochmal kurz abchecken, ob ich recht habe und das funktioniert. Aber wir haben auf jeden Fall einen Teleporter. Das heißt, wir haben schon mal keinen so langen Weg mehr. Das ist auch sehr, sehr cool. Und die Statue ist weg. Können wir durchs Tor schreiten? Yes, Mann. Oh, ist das gut? Oh, ist das gut?
Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und dann geht's weiter im Zeitschreien. Tschüssi, Leute.